Mit einem Modell der Lok Nummer 7 der Ilmebahn-Gesellschaft stellen wir nun bereits die zweite Lok von Fleischmann vor. Wie die Vertreterin der französischen Nordbahn war auch ihr Vorbild eine ehemalige preußische T10, die von Borsig in Berlin für die Relation Frankfurt-Wiesbaden gebaut worden war. Die Maschinen waren theoretisch vorwärts und rückwärts gleich schnell und sollten ihre Züge ohne zu wenden hin und her befördern. Doch machten sie sich bei den Personalen unbeliebt, weil sie bei Rückwärtsfahrt zum Entgleisen neigten. Die Deutsche Reichsbahngesellschaft DRG übernahm sie 1922 und reihte sie als Baureihe 76 in ihr Nummernschema ein. Nach Kriegsende verzichtete die Deutsche Bundesbahn alsbald auf ihre Dienste und verkaufte sie ab 1947. So landete 76002 bei der privaten Ilmebahngesellschaft in Einbeck im südlichen Niedersachsen. Dort wurde sie 1963 verschrottet. Fleischmann hatte die Baureihe 76 bereits seit 2005 in drei verschiedenen Versionen im Programm. Sie kamen bei den Fans wegen der überwiegend perfekten Optik gut an. Uns fielen auch nur Kleinigkeiten auf. Die Nachbildungen der Kolbenstangenschutzrohre sind lediglich als Stummel ausgeführt. Die Handräder an den Speiseventilen sind nicht durchbrochen. Da zeigt sich Fleischmann gegenüber den Wünschen der Modellbahner hartleibig. Ein mit schwarzem Isolierband getarnter Kasten im Führerhaus hat einen Decoder zum Inhalt. Die Beleuchtung ist bei anderen Fleischmann-Modellen besser. Bei dieser Lok liegen die Lichtquellen sehr tief im Lampengehäuse und sind nur mehr oder minder schräg von vorn zu sehen. Ihre Farbe ist eher uringelb als warmweiß. Neben der reichhaltigen Ausstattung mit freistehenden Leitungen und Aggregaten gefallen besonders Fahrwerk und Gestänge. Niedrige Spurkränze, vor allem der Kuppelräder, zierliche Speichen, das filigrane, vorbildgerechte Gestänge mit beweglichen Kolbenschieberstangen begeistern den Dampflok-Fan. Andererseits verlangen die niedrigen Spurkränze penibel verlegte Schienen, vor allem in Gleisbögen. Der Antrieb erfolgt durch einen modifizierten dreipoligen N-Motor über eine Schnecke auf die starr gelagerte mittlere Kuppelachse. Deren Räder sind mit Haftreifen ausgestattet. Höhenbeweglich sind dagegen die erste und die dritte Kuppelachse, sodass das Lokgewicht hauptsächlich auf den Rädern mit Haftreifen lastet. In der ersten Runde der Dreharbeiten benahm sich Lok Nummer 7 ausgesprochen zickig. Die niedrigen Spurkränze hatten zwar wie die der Nordbahnlok keine Probleme mit engen Gleisbögen und anspruchsvoller Gleisgeometrie, und der Uhlenbrock-Decoder regelte den Motor weich und linear. Seine Gleichlaufeigenschaften waren bei diesem Modell in der langsamen Fahrstufe sogar okay. Aber die Lok neigte auf Drehscheibe und Anlage zum sicht- und hörbaren Taumeln. Auf dem Anlagengleis machte sich die Unart vor allem an der Steigung bemerkbar. Hier hob eins der beiden mit Haftreifen bestückten Antriebsräder bei jedem halben Umdrehung vom Gleis ab und schleuderte. Das verschlechterte die eh geringen Traktionsfähigkeiten des Lokmodells noch weiter. Die Haftreifen, das wurde festgestellt, waren daran nicht schuld, sie lagen korrekt in ihrer Nut. Nach Beendigung der Dreharbeiten, als der Beitrag komplett fertig war, wurde die Lok nochmal zu einer letzten Überprüfung aufs Gleis gestellt und siehe da, keine Spur vom Taumeln. Nicht auf der Drehscheibe und nicht auf der Anlage. Das zu niedrige Reibungsgewicht langte wie bei der Nordbahn auf der Steigung auch nur für zwei Personenwagen, aber mit denen kam sie tatsächlich die Steilrampe hoch. Wahrscheinlich würde ihr, die Märklinsbaureihe 64, ein wenig Ballast gut tun. Fleischmann nennt als Betriebszeitraum die Epoche 3 und die dauerte von 1945 bis 1970.